So, gerade haben wir uns John Maynard Keynes angeschaut. Defizitspending, schuldenfinanzierte Ausgabenpolitik zur Stärkung der Nachfrageseite. Es gibt noch einen anderen Hebel, wo man ansetzen kann. Und das ist die Angebotsseite. Nachfrager, private Haushalte, Angebotsseite, die Unternehmen. Und wenn wir unter diesem Blickwinkel mal schauen, kommen wir zu Joseph Schumpeter, Zeitgenosse und großer Gegner von Keynes. Nationalität ein Österreich-Ungar. Und sein grundlegendes Werk, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Und Joseph Schumpeter war überhaupt nicht der Meinung von Keynes, dass man die Nachfrageseite stärken sollte, sondern er sagte, man muss die Angebotsseite stärken. Und er hat einen Begriff geprägt, der bis heute Bestand hat, nämlich, und das notieren wir uns bei Stärkung der Angebotsseite, der dynamische Unternehmer. Der dynamische Unternehmer. Der dynamische Unternehmer ist der, der aus Eigeninitiative, ungeachtet der Risiken, aus einer Garage eine Weltfirma aufbaut. Und das müssen wir unterstützen. Stärkung der Angebotsseite. Ja, da haben wir diese Existenzgründungsprogramme und Gründerzuschüsse, über die wir gerade kurz in der Pause sprachen. Ja, das ist so diese Richtung, dass man diese Initiative und diese Menschen mit dieser Initiative stärken sollte. Und Schumpeter, man kann sich streiten. Ja, vor kurzem hat die Wirtschaftswoche sich den großen wirtschaftlichen Denkern mal gewidmet. Nicht das erste Mal, dass Fachzeitschriften so etwas tun. Und dort stand, Schumpeter sei der größte Ökonom des 20. Jahrhunderts gewesen. Auch das kann man so oder so sehen, weil es da ja keine objektiven Messkriterien für gibt. Wenn man sagt, wer ist am schnellsten von beiden 100 Meter gelaufen, dann kann man das messen. Aber in dem Fall nicht, wer der Größte war. Aber Schumpeter war schon auch ein ganz großer. Irgendwo hat er mal gesagt, er wollte der größte Ökonom der Welt, der größte Reiter Österreichs und der größte Liebhaber Wiens werden. Das sei sein Ziel. Und nachher hat er dann gesagt, das mit der Reiterei hätte nicht geklappt. Ja, so, also das, wer da jetzt der Größte ist, darüber kann man lange streiten. Es gibt die Keynesianer, die Anhänger von Keynes, Schumpeterianer in dem Sinne, da sagt man so nicht, aber es gibt durchaus auch Leute, die sagen, jo, wir müssen die Angebotsseite stärken. Schumpeter hat aber noch etwas Zweites gesagt. Ich meine, er hat natürlich sehr viel gesagt, aber zwei wesentliche Dinge. Das eine haben wir jetzt. Das zweite, auch das bitte notieren, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, da kann man das gedanklich festmachen. Wirtschaft ist schöpferische Zerstörung. Wirtschaft ist schöpferische Zerstörung. Eine alte Industrie, eine alte Technik, ein altes Produktionsverfahren, eine alte Kommunikationstechnik stirbt und muss sterben, damit daraus Neues wachsen kann. Immer wieder schmerzhaft natürlich, ein schmerzhafter Wandlungsprozess. Wenn in einer Wirtschaft eine neue Technik kommt, die alte Techniken überflüssig macht, wenn eine neue Energieform kommt, die alte Energieform überflüssig macht, wenn neue Verfahren kommen, die alte Verfahren überflüssig machen. Aber so ist es. Wirtschaft ist schöpferische Zerstörung. Das heißt, die alten Branchen sollen und müssen sterben, damit die neuen Platz haben und wachsen Man ist nicht groß Der Markt ist nicht groß genug für alles. Ja, das sind so Thesen, das weiß man nicht. Ja, aber das ist auf jeden Fall die Theorie. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.